Hans, 20 Jahre in einem Satz zu fassen, ist sehr schwer. Aber du hast es immer so gehalten wie die ÖVP Niederösterreich. Mit dem Slogan Familie Volkspartei. Danke dir dafür. Dafür, dass du mir als Bezirksgeschäftsführer eigentlich nicht wollen hast und du mir total unsympathisch warst, sind wir sehr schnell, sehr gut zusammengewachsen. Danke für alles. Lieber Hans, danke für die gute Zusammenarbeit. Es war eine schöne Zeit auch schon als Bezirksgeschäftsführer mit dir und vor allem eins, dass wir sehr viele Projekte gemacht haben, angefangen beim Nachfahren Radio bis jetzt zur Therme und dass du eigentlich ein Typ bist mit dem, was man pferdchen kann. So, lieber Hans, du weißt ganz genau, wie du damals gesagt hast, du wirst auch Obmann von der Bezirkspartei, dass ich da eigentlich sehr skeptisch war, denn du hast ja zum Ziel gehabt, dass Bürgermeister von Erlach wirst. Deine Antwort war, ja, wir brauchen in Erlach einen Bürgermeister und wir brauchen aber auch im Bezirk mehr ÖVP-Bürgermeister. Ich glaube, beides ist da gelungen und ja, ich wünsche mir nur, dass noch lange Bürgermeister von Erlach bleibst, auch wenn du diese Funktion jetzt zurückgelegt hast. Alles Gute. Danke Hans, dass ich in den letzten Jahren durch deine politische Schule gehen durfte und so sehr viel für meine Gemeindearbeit lernen konnte. Und ich freue mich auf meine weitere Tätigkeit für dich im Parlamentsclub. Lieber Hans, uns verbindet ein zwei Jahrzehnte dauernder gemeinsamer politischer Weg. Auf diesem politischen Weg sind wir auch persönliche Freunde geworden. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Ich danke dir aber auch ganz besonders, dass in diesen zwei Jahrzehnten eine tolle politische Bilanz gelegt werden kann. Es hat sich viel verändert im Land und in der Stadt, in deinem Bezirk. Lieber Hans, du hast deine eminent politische Persönlichkeit in den letzten 20 Jahren als Bezirksparteiobmann für unsere Gesinnungsgemeinschaft eingebracht. Mehr Gemeinderäte in unserem Bezirk, mehr Bürgermeister und auch mehr Abgeordnete sind ein klares Zeichen deines Erfolges. Ich darf dir dazu recht herzlich gratulieren und dir sagen, du hast deutliche Spuren in der Neustadt hinterlassen. Lieber Hans, du hast politisch eine große Karriere gemacht. Trotzdem bist du am Stammtisch und in den Gasthäusern immer bei den Bürgerinnen und Bürgern gewesen. So bist du mir ein großes Vorbild. Ich freue mich, dass ich die Bezirkspartei von dir übernehmen darf und wünsche dir, dass du die bisschen Zeit, die du jetzt mehr hast, für dich selber in Zukunft nützen wirst. Alles Gute! Lieber Hans, du bist einer, der seit seiner Jugend die positive Weiterentwicklung seiner Heimatgemeinde im Auge hatte, dem die positive Entwicklung der Region ein Anliegen war und ist.
der heute auf Bundesebene sich massiv und engagiert einbringt und zu allen Themen das Wort ergreift. Du bist aber vor allem einer, der das Herz am richtigen Fleck hat. Deswegen lieben dich die Menschen, deswegen mögen wir dich und deswegen bin ich stolz, dass ich ein Freund sein darf. Alles Gute, Hans. Lieber Hans, durch deine Nichtmehrkandidatur zum Bezirksparteiobmann von Wiener Neustadt neigt sich eine über 20-jährige Ära zu Ende, die geprägt wurde erstens durch ein politisches Miteinander und zum zweiten durch eine tiefgreifende politische Zusammenarbeit und zum dritten zu einer gegenseitigen Wertschätzung. Hans, alles erdenklich Gute für deine Zukunft. Lieber Hans, du hast dich entschieden, nach 20 Jahren als Bezirksparteiobmann aufzuhören. Ich darf heute feststellen, du warst ein sehr umsichtiger, fleißiger Bezirksparteiobmann in jeder Gemeinde präsent, hast sehr viele Abende mit den Mitstreitern in den Gemeinden verbracht, hast großartige Erfolge erzielt, hast viele rote Gemeinden auf schwarz umgepolt mit deinen Freunden draußen in den Gemeinden. Ich darf dir also auch dafür ein herzliches Dankeschön sagen. Denke auch gerne zurück, dass ich einer war, der dich eigentlich bewogen hat, in die Politik zu gehen. Du bist der Thermenvater, hast die Zeit deines Lebens schon ein Denkmal gesetzt. Das gelingt nur ganz, ganz wenigen. Ich wünsche dir viel Gesundheit und alles Gute und vor allem ein herzliches Dankeschön für deine immer wieder bewiesene Freundschaft. Lieber Hans, 20 Jahre Bezirksparteiobmann, kann dir nur sagen, hervorragende Arbeit. 20 Jahre stehst du hinter mir, so wie heute im Bild. Ein Problem hatten wir, ein gravierendes. Das haben wir beide hervorragend gemeistert und das ist auch ein Zeichen der Kultur, die in unserem Bezirk vorherrscht. Dir ist es gelungen, aus einem roten, einen wirklich starken, schwarzen Bezirk zu machen. Und das ist auf dem harten Steinfeld nicht leicht. Das bedarf der Hartnäckigkeit, der Kreativität und der Kollegialität. Alle diese Eigenschaften hast du mitgebracht. Und in Wahrheit tut es mir leid, dass du in dieser Funktion gehst. Aber du kannst mit Freude und mit Genugtuung zurückblicken und du bleibst ja neben mir als Abgeordneter in dieser Region unterwegs seiend in der Art und Weise, wie du es jetzt 20 Jahre hervorragend verstanden hast. Alles Gute! Also lieber Hans, dass du aus Altersgründen zurücktrittst, verstehe ich ja wirklich nicht. Jetzt, wo du den Jungbrunnen in deiner Gemeinde hast mit der Therme, dürfte das ja überhaupt kein Thema sein. Aber ich verstehe schon, du wirst dich wahrscheinlich mehr um die Austria kümmern müssen. Die haben es auch notwendig. Hans, vielen Dank für alles, was du geleistet hast für den Bezirk. Alles, alles Gute. Lieber Hans, mit ein wenig Wehmut habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass du nach 2 Jahrzehnten Bezirksparteiobmann nunmehr die Stafette in jüngere Hände übergibst. Du hast aber einen fulminanten Weg in diesen zurückliegenden Jahrzehnten hingelegt. Aus deiner Gemeinde hast du aus einer 2/3 SPÖ-Gemeinde nunmehr eine 2/3 ÖVP-Gemeinde gemacht. Aus dem Bezirk Wiener Neustadt ist in diesen Jahrzehnten ein Bezirk geworden, der seinerzeit
mehrheitlich SPÖ-Bürgermeister verzeichnet hat und nunmehr sind es mehrheitlich ÖVP-Bürgermeister. Das ist natürlich auch für die Entwicklung des gesamten Bezirkes nicht unerheblich geblieben, sondern im Gegenteil, es sind eine Vielzahl an Projekten entstanden, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch unglaublich viel bewirken werden. Im Tourismus, nämlich Bad Erlach, wem sage ich das, aber auch im Bereich der Wissenschaft im Zusammenhang mit dem MedAustrom-Projekt hast du eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Du bist nicht nur irgendein Politiker im Bundesland Niederösterreich, sondern jemand, der im schönsten und wahrsten Sinne des Wortes einfach vorgezeigt hat, dass dann, wenn mit viel Konsequenz, mit viel Ausdauer und mit viel Einsatz man an der Arbeit ist, dann ist auch in der heutigen Zeit auf politischer Ebene sehr viel möglich. Ich möchte dir herzlich danken dafür. Ich wünsche dir auch weiterhin auf politischer Ebene sehr, sehr viel Erfolg. Und ich bin überzeugt davon, mit dir als Vorbild kann uns noch einiges in Niederösterreich gelingen. Herzlichen Dank und alles Gute.